Vater, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen für dein kostbares, lebendiges Wort, das wir hören dürfen. Es ist mein Gebet, Herr, dass Jesus in solch einer Schönheit und Vollkommenheit dargestellt wird, dass wir ihn immer wie besser kennenlernen und immer wie freier werden. Ja, aber das ist dein Plan, Jesus, weil du sagst, wir sollen die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freisetzen. Amen. Weil du bist Wahrheit und Gnade, Jesus, und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Mit dem Beginn des neuen Jahres kommt natürlich auch eine Botschaft fürs Jahr in dem Sinn, weil der Herr ja einfach zu uns spricht. Und das ist schön, dass wir immer so auch einen Leitfaden haben. Es ist ja nichts Brandneues in dem Sinn, obwohl Aspekte darin werden neu sein. Aber doch, es ist wichtig. Wir haben nämlich letztes Jahr, ich habe geschaut, haben wir so als erste Botschaft, haben wir gehabt über Wiederherstellung. Und das, was Gott eben übernatürlich macht, wie er uns wiederherstellt. Auch unsere Familien herstellt, unsere Gesundheit herstellt, seelische Gesundheit herstellt. Unsere Verwandten, die auch zu unserem Haus gehören, wiederherstellt. Beziehungen wiederherstellt, die vielleicht kaputt gegangen sind irgendwie. Weil Gott ist so gut. Gott hat so viel Gutes bereit. Wir können das alles gar nicht fassen. Da ist so viel. So, so viel. Halleluja. Etwas sind auch zwei wichtige Elemente, die ich ganz fest erkannt habe in der Vorbereitung schon. Das ist im Römerbrief zuerst einmal. Wir haben schon oft euch gelehrt, dass der Römerbrief, speziell jetzt Kapitel 8, beginnt mit, da ist keine einzige Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und er endet mit, denn ich bin absolut überzeugt, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also das ist so grace pur. Das ist so repräsentativ für überhaupt das Neue Testament und für das, was Jesus für uns getan hat. Aber der Heilige Geist hat ein Augenmerk mir gezeigt, auf das ich dann meine Augen gerichtet habe. Und das ist Vers 19, ist eigentlich mittendrin. Mittendrin. Und da heißt es, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Wir wissen, was in der Welt los ist und wir wissen auch, dass diese Erde wirklich stöhnt, das kommt dann in den nachfolgenden Versen heraus, sie stöhnt und seufzt, weil sie unter einer Last ist, sie unter einer Sündenlast, die Erde. Weil sie seit dem Sündenfall ist sie nicht mehr ganz intakt. Und alles ist aus dem Lot eigentlich und das spitzt sich irgendwo zu. Und das heißt, die Erde und alles, was unter Erde gehört, es seufzt, es sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes, der Herrlichkeit und der Söhne Gottes, weil wir haben die Herrlichkeit in uns. Und das ist so gewaltig. Ich habe dann
noch mit Felix darüber gesprochen vorher, weil ich gestern auch noch etwas gehört, weil in der Vorbereitung hat sich das so ergeben. Wir haben dann über den Milky Way gesprochen, also die Milchstraße, in der wir uns befinden, in dieser Galaxie, mitten in diesem riesigen Universum. Kein Mensch hat eine Ahnung, wie groß es wirklich ist. Amen. Aber wir haben dann gesprochen, das Verhältnis unseres Sonnensystems, also unsere Sonne und die Planeten, wovon wir ja einer davon sind, die Erde, die um unsere Sonne herumgehen, unser kleines Ding da, im Verhältnis von der Größe zu unserer Galaxie, also unserem Milky Way, wo wir drin sind. Im Verhältnis, oder? Kann jemand da? Wir machen keine Fragestunde, weil sonst tönt das dann ein bisschen komisch auf der Wiedergabe, auf der Aufnahme, ja? Aber wenn wir uns vorstellen, eine Münze von einem 20erli oder 10erli. Und das stellst du in die Vereinigten Staaten. Und das ist das Verhältnis. Von nur unserer Galaxie, wo wir drin sind. So eine kleine Münze, wo du in die Vereinigten Staaten hineinstellst, das ist ungefähr das Verhältnis von der Größe. Also nur zum Sagen, wie groß bist du, oh Herr? Und wir wollen auf dem Mond und auf dem Mars. Und dabei ist schon nur unsere Galaxie so riesig. Aber Gott hat mit dieser Erde etwas ganz Spezielles vor. Da sind nämlich seine Kinder drauf. Und das Wort hier ist natürlich nicht Kind, es ist wirklich Sohn. Obwohl jeder Sohn ein Kind ist. Aber wir wissen ja jetzt, was Söhne sind. Söhne sind die, die nicht nur das Erbe bekommen haben, Kinder bekommen das Erbe erst eigentlich, wenn sie das auch dann verwalten können. Im Galaterbrief, in Galater 4 heißt es so klar, dass solange man ein Kind ist, solange man unmündig ist, ist man unter Vormundschaft. Solange ein Kind zu Hause ist, solange ein Kind ist, ist es unter der Vormundschaft der Eltern, oder? Stimmt's? Und es wird dort so klar gesagt, im Zusammenhang, die weiteren Verse auch, dass eben der Vormund ist das Gesetz im übertragenen Sinn im Geist. Und da macht es dann aber einen Unterschied zwischen Söhnen, Huios. Und hier wird das Wort Huios gebraucht. Im Römer 8, 19. Die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Also es hat mit Gnade zu tun. Und es hat nicht nur mit, ja, wir sind alles Kinder, wir sind alle gleich. Ja, im Prinzip sind wir gleich und wir kommen alle in den Himmel. Alle, die an Jesus glauben. Aber Gott will ganz speziell in dieser Zeit an uns die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Und für mich ist es ganz klar, das hat mit Grace zu tun. Weil wir haben erkannt, dass es nur durch seine Gnade ist. Halleluja. Ich lese den Abschnitt noch kurz. Obwohl, das ist eigentlich nicht die Botschaft. Das ist nur der Rahmen der Botschaft. Das ist im Galater Kapitel 4. Galater Kapitel 4, was das nämlich steht. Ich sage euch aber, solange der Erbe unmündig ist oder eben ein Kind ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Unmündig im Englischen ist Nepios, also ein Kind. Es besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Elementen der Welt als Knechte unterworfen. Elemente der Welt ist ein Hinweis aufs Gesetz, weil das geht aus dem Zusammenhang hervor, dass Paulus das Gesetz meint. Elemente der Welt. Man kann das auch eben anders umschreiben.
Als aber die Zeit erfüllt war, das ist Vers 4, sandte Gott seinen Sohn von einem Weib geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir das Sohnesrecht empfingen, weil ihr den Söhne Huios seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Halleluja. Söhne leben und verwalten das Erbe. Söhne haben erkannt, was ihnen gehört. Sie sind nicht mehr unter dem Gesetz, wo sie bevormundet werden in dem Sinn und einfach Kinder sind, sondern sie erkennen, dass die Herrlichkeit Gottes in ihnen offenbar wird. Sie erkennen ihre Stellung hier in dieser Welt. Es hat mit Gnade zu tun, der Zusammenhang. Und so Römer 8 eben auch, keine einzige Verdammnis mehr und am Schluss, nichts kann uns trennen. Sünde, ja, Sünde trennt uns doch von Gott. Das war einmal, aber seit Jesus hat uns versöhnt mit Gott, schon auf Kredit. Amen. Schon vor 2000 Jahren hat er für die Sünden bezahlt. Vergangene, gegenwärtige und all unsere zukünftige. Und Gott sieht uns nicht mehr in der Sünde. Die einzige Sünde in der Welt ist noch, weil sie nicht an Jesus glauben. Und dort eben, dort zeigt das ihnen der Heilige Geist. Er zeigt ihnen das. Aber Römer 8 ist voll Gnade. Römerbrief ist voll Gnade und Paulus erklärt und erklärt es, wie kein anderer es erklären kann. Und mittendrin heißt es, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Wenn wir sehen, was Gott bereitet hat, und er hat so viel bereitet, es wird offenbar werden, mehr und mehr, weil die Söhne Gottes offenbar werden. Amen. Es fällt nicht mehr ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Kinder oder eben die Söhne Gottes herbei. In einigen Übersetzungen heißt Kinder, aber es sind Söhne, sind Huios dort im Griechischen. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Halleluja. Genau in der Mitte. So glauben wir einfach, dass das Jahr 2016 stimmt ja sogar, das Jahr, wo wirklich Hindernisse weichen müssen, wo einfach Barrieren brechen, Dinge, die bis jetzt einfach noch irgendwo so ein Recht gehabt haben, dass es wirklich einfach heruntergerissen wird, dass wir in die volle Herrlichkeit Gottes hineinkommen. Sichtbar wiederhergestellt. Amen. Wer ist bereit für das? Oh, Halleluja. Vater, wir kennen seinen Willen. Er ist gut. Er will es viel mehr noch, als wir es wollen. Genau, und darum hat mich dann Gott in den zweiten Schritt hineingeführt, nämlich, es tönt jetzt vielleicht, ja, wie kann das zusammenpassen, aber es passt. Und zwar wollen wir anschauen, dass Jesus Christus unser vollkommenes Schuldopfer ist. Wir wissen vom Alten Testament her, vom dritten Buch Mose, dass es fünf verschiedene Opfer gibt, die die Priester bringen mussten vor Gott. Also es hat mit Menschen zu tun, die kamen mit dem Tier, die kamen mit der Gabe und so weiter. Aber das eine Opfer wollen wir jetzt anschauen. Und zwar ist das Schuldopfer. Weil dass wir das besser noch verstehen, was wirklich Jesus für uns getan hat. Es heißt hier,
wir schlagen auf zu 3. Mose 5, Vers 23 und 24. 3. Mose oder Levitikus heißt das, 5, 23 bis 24. Das ist so gewaltig, wenn wir das erkennen, wie Gott uns wiederherstellen will. Was Gott uns schenkt, egal welchen Blödsinn wir gemacht haben, egal was unsere Vergangenheit ist, egal ob wir denken, ja, das bereue ich, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, würde ich vieles anders machen. Du kannst. Gott wird es so richten, dass es dir nicht mehr zum Nachteil wird. Wenn du sagst, oh, das bereue ich so sehr, hätte ich doch nur damals, ja, das und so weiter. Nein, bereue nicht, schau vorwärts. Gott ist viel größer. Hier heißt es nämlich, wenn er, also die Person, nun sündigt und Schuld auf sich bringt, so soll er den Raub, den er verübt hat, oder das erpresste Gut, das er erpresst hat, oder das anvertraute Gut, das ihm anvertraut wurde, oder das Verlorene, das er gefunden hat, zurückerstatten. Auch alles, worüber er einen falschen Eid geschworen hat, soll er nach seinem vollen Wert zurückerstatten und noch ein Fünftel dazulegen. Und zwar soll er es dem geben, dem es gehört, an dem Tag, da er sein Schuldopfer darbringt. Also wir lesen hier von Stehlen, von Verletzen, von Schädigen, von Beschädigen, Schaden zufügen, Stehlen, falsch schwören, dass man an dem Tag, wo man opfert, eben auch den ganzen Wert zurückerstatten muss, demjenigen, den man gestohlen hat. Jetzt sehe ich eure Gesichter schon und denke, ja, also was hat jetzt das mit mir zu tun? Ich habe noch nie gestohlen und ich habe nie jemand beschädigt absichtlich und ich habe nie jemand beraubt. Ich weiß, wie du dich fühlst, wenn man das hört. Man ist einfach hinweg. Aber ich möchte dir heute sagen, Gott ist so heilig. Wir alle qualifizieren irgendwo. Weil niemand kann sein Leben durchlaufen, ohne jemals eine kleine Ungerechtigkeit oder eine größere getan zu haben. Ein bisschen gemogelt, ein bisschen geschummelt. Die Wahrheit, ja, nur so viel gesagt, dass der andere im falschen Glauben blieb. Oder? Ist auch gelogen. Wenn man merkt, der andere hat jetzt so viel bekommen, dass er etwas anderes glaubt von mir und von der Tatsache. Es gibt so viel. Gott ist heilig. Er ist heilig. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Heilig. Und wir sind alle da drin. Wir sind alle da drin. Irgendwo. Und wir können uns nicht aufs Gesetz berufen, weil sonst beginnen wir zurückzuzahlen. Hey. Ich habe ein Ochse gestohlen, also dem ich es gestohlen habe, muss ich den vollen Wert des Ochsen und dazu noch 20% zurückgeben. Okay, gut, jetzt ist alles bis dahin. Das möchte ich euch beruhigen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Jesus ist das Schuldopfer. Jesus ist das Schuldopfer. Halleluja. Wisst ihr, wie schnell man sich dann überlegt, wo habe ich gefehlt, was habe ich gemacht, wie könnte ich es wieder? Klar, wenn du etwas nimmst, gib es zurück. Aber von dem sprechen wir jetzt nicht. Was bedeutet das, den ganzen Wert plus ein Fünftel? Das bedeutet 120%. Bist du bereit für einen 120%igen Segen? Gott sagt es, nicht ich. Gott, ein Fünftel dazu. Halleluja.
Es geht hier um unseren Herrn Jesus, der unseren Platz am Kreuz eingenommen hat. Er stellt sich an den Platz des Schädigers, der Schaden zugefügt hat. Jetzt musst du mal hören, was da steht im Psalm 69, Vers 5. Das hat David gesagt und es ist ein messianischer Psalm, ein prophetischer Psalm auf den Messias hin. Dort heißt es, Psalm 69, Vers 5, die mich ohne Ursache hassen. Das sagt Jesus im Johannes 15, 25. Johannes 15, 25, vielleicht brauchst du beide Finger jetzt, damit du beide Stellen aufschlagen kannst. Johannes 15, 25, doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das im Gesetz, in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Das sagt Jesus persönlich, noch bevor er ans Kreuz geht. Also dieser Psalm, den David geschrieben hat, die mich ohne Ursache hassen. Das ist prophetisch, auf Jesus sagt er das. Und Jesus pickt das ab dort im Kapitel 15 und sagt das, wie geschrieben steht im Buch des Gesetzes. Also unter dem Gesetz. David war unter dem Gesetz. Das war die Zeit des Gesetzes. Halleluja. Aber was steht nachher? Nochmal zum Psalm 69,5. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir Feind sind. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Das werde ich zurückerstatten. Was ich nicht geraubt habe, das werde ich zurückerstatten. Siehst du, wir haben Schaden zugefügt. Alle. Und ständig immer noch. Wir berauben Gott von Lobpreis zum Beispiel. Wir berauben einander an Freundlichkeit. Wir berauben unsere Kinder an, indem wir vielleicht absolut egoistische Entscheidungen treffen. Wir geben zum Teil den Menschen nicht die Liebe, die sie bräuchten, wo wir doch genau besser wissen. Wir berauben sie eigentlich. Amen. Also Gott ist heilig und sein Wort ist wahr. Wir können da nicht schummeln. Aber weißt du was? Einer hat vor 2000 Jahren am Kreuz dein und mein Platz eingenommen. Halleluja! Und er wird zurückerstatten, was er nicht weggenommen hat. Er hat es nicht geraubt. Eigentlich waren wir die Räuber. Oh, Glory! Kenneth Copeland, die haben ja die haben viele Dienste, aber vor allem auch Gefängnisdienste in Amerika. In Amerika kann man viel besser in die Gefängnisse hinein, wenn man einen Dienst hat, als hier in der Schweiz. Und Gott hat ihm einmal gesagt, als er wieder dort war, es gibt ja so viele gläubige Insassen, die saßen da alle in schönen weißen Kleidern, die haben alle die gleiche Uniform an, schöne weiße Hosen, ein weißes T-Shirt, man denkt, das sind Engel. Und die sind auch, die sind natürlich unterdessen wiedergeboren, die haben das Fernsehprogramm, die haben jeder eine Bibel, die beten. Also viele kommen auch raus nach einer gewissen Zeit, da geschehen Wunder und Zeichen, aber die Koblenz gehen regelmäßig und predigen dort. Aber einmal war er wieder dort und dann hat er so einfach geschaut, dass sie dann so kamen und hat Gott ihm gesagt, weißt du, was der Unterschied ist zwischen dir und diesen Insassen? Okay, nein, Jesus, nur Jesus. Nur Jesus, also zwischen denen, die noch nicht wiedergeboren sind und ihm, da müsste man vielleicht zufügen. Der Unterschied zwischen der Welt und uns ist Jesus. Amen. Klar gibt es viele Unterschiede auch, wir haben es viel besser und all das, aber ich meine jetzt von der, wie wir dastehen vor Gott, ist nur Jesus ja oder Jesus noch nicht oder Jesus nein. Genau so. Darum niemand kann sich rühmen. Ja, ich habe heute nicht gesündigt oder
Weißt du, wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu vergleichen. Unser Vergleich ist immer das Blut. Unser Vergleich ist immer, was Jesus getan hat für uns. Weil unser menschliches Denken ist, ich bin eigentlich nicht so schlecht wie die anderen. Hm? Auch schon gedacht? Ja, also ich schon. Sicher schon länger nicht mehr. Weil ich es besser weiß jetzt. Aber der Stolz lauert immer vor der Tür. Selbstgerechtigkeit lauert immer vor der Tür. Dieses Fleisch, das wir noch haben, das ist einfach noch nicht erlöst in dem Sinn, hundertprozentig. Es ist der inwendige Mensch, der total erlöst ist. Ja. Halleluja, ist das nicht gewaltig? Er will das zurückerstatten, was er nicht genommen hat. Was er nicht geraubt hat, wird er, dieser messianische Psalm, der das so wunderbar sagt. Halleluja, praise you Jesus. Wir können Menschen emotional berauben, wir können sie unter Druck setzen. Wir können ihr ein schlechtes Gewissen machen. Das können wir alles. Wir sind sehr perfid manchmal. Wir sind sehr schlau. Wir wollen ja Recht haben, oder? Und das alles, wir berauben zum Teil einfach Menschen. Aber Jesus gibt zurück, was er nicht geraubt hat. Halleluja. Am Kreuz nahm er meinen Platz ein. Wir waren die Schädiger. Aber er nahm unseren Platz ein und er wurde zum Schädiger. Er hat freiwillig das so erwählt. Gott hatte einfach diesen Plan. Und somit hat er sich verpflichtet, es zurückzubezahlen und gut zu machen in unserem Leben. Alles, worin wir sind. Vertraue dem Herrn, ganz speziell für dieses Jahr, mit dieser Erkenntnis, dass du nicht gebunden bist an Vorfahren und an medizinische Berichte. Amen. Amen. Halleluja. Wir haben einen Herrn im Himmel. Wir haben göttliche Gene in uns. Und Gott hat einen so mega wunderbaren, großartigen Plan mitten im Universum mit dieser Erde, mit diesen Bewohnern, mit dir als Bewohner und deiner Familie. Halleluja. Für wie viel kannst du glauben? Das ist die Frage. Und was sprichst du? Sprichst du gemäß dem, was du hast und siehst? Oder sprichst du das aus, was in deinem Herzen ist? Bist du so wie Gott? Nämlich sind in seinem Ebenbild geschaffen, dass wir von Dingen sprechen, die noch nicht da sind, wie wenn sie da wären. Oh, Halleluja! Deswegen ist es nicht eine Lüge, wenn wir sagen, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Ich bin so weise, ich habe den Sinn Christi. Meine Familie ist stark, sie ist geheilt, sie ist ein Musterbeispiel. Amen. Alle Leute sehen die Herrlichkeit der Söhne Gottes in uns. Die Herrlichkeit wird offenbart dieses Jahr in mir und in meiner Familie. Beginnt das Leben zu sprechen in dein Jahr hinein. Jetzt sind wir noch brandneu am Anfang. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus Jesus. Und dort drin ist Heilung, Wiederherstellung, Liebe in Hülle und Fülle. Für jeden Einzelnen. Halleluja. Und nimm Jesus immer in die Mitte. Dort am Kreuz, wo war er? In der Mitte von Dieben. In der Mitte von Dieben. Zwei Diebe, zwei Räuber waren dort. Jesus ist in der Mitte. Halleluja. Halleluja. In der Mitte deines Lebens, in der Mitte deiner Familie. Du kannst am Morgen einfach aufstehen und sagen, Herr, du bist jetzt in der Mitte. Nicht nur, ja, Jesus ist sowieso in der Mitte. Nein, sprich es aus. Sprich Leben in die Familie. Heute ist Jesus in der Mitte von bei meinen Kindern in ihrer Familie. Amen. Bei meiner Mutter dort im Altersheim.
Dort ist Jesus in der Mitte. Und Vater, im Namen Jesus löse ich sie von allen Krankheiten und allen Gebrechen. Wir haben einen Auftrag. Amen. Die Dinge hervorzusprechen. Als die Nachricht kam bei Jesus und den Jüngern, dass Lazarus gestorben sei, was hatte Jesus gesagt? Ja, er schläft. Was mein Herr? Den müssen wir nicht pressieren, wenn er schläft. Doch, wir gehen jetzt. Er schläft, ist entschlafen. Die haben einfach nur von dem sprechen wollen, was sie gerade gesehen haben und gehört haben. Jesus hat immer Leben gesprochen. Wir sprechen immer Leben. Wir sind im Ebenbild Gottes gemacht. Halleluja. Halleluja, praise the Lord. Halleluja. Thank you, Jesus. Jesus in der Mitte. Jesus in der Mitte. Und weißt du, diesem Räuber, diesem einen, der gesagt hat, Herr, wenn du dann im Paradies bist, dann erinnere dich an mich. Ja, du musst aber zuerst zurückbezahlen, du hast dort und dort geschummelt und geraubt. Nein, schon vergeben. Schon vergeben. Schon die Hingabe an Jesus. Die Hingabe. Okay, er geht heraus, er sucht das Verlorene. Er findet es, was macht mit dem verlorenen Schäfchen? Er nimmt es, der sich sehr freut, dass es gefunden hat, er nimmt es auf die Schultern und dann trägt es nach Hause. Das heißt dort aber, so hat Gott Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Ja, wie kann ein Schaf Buße tun? Ha? Wie kann das Schäfli Buße tun? Wie können wir Buße tun? Indem wir uns einfach aufnehmen lassen und auf die Schulter nehmen lassen und in die Familie zurücktragen lassen. Das ist alles, was es braucht. Unser Wollen, unsere Hingabe in dem Sinn. Wenn es ein Schäfli zappelt hat und so und die Bisse hat oder weiß nicht, was Schafe tun, aber die machen das ja sowieso nicht, dann hätte es ja nicht nehmen können. Aber es war froh, dann durfte auf die Schulter, oh, ich möchte auch auf die Schultern von Jesus. Oh, Halleluja. So, das sind wir ja eigentlich, gell? Gott ist so gut, Gott ist so groß. Gott ist so groß. Die Wissenschaft hat ja vieles herausgefunden. Zum Beispiel die Atome. Aber niemand von den Wissenschaftlern kann dir sagen, wie die Atome zusammenhalten. Aber es steht in der Bibel. Kolosser 1, Vers 17. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Er hält sie zusammen. Das ganze Universum ist held together by him. Es ist von ihm zusammengehalten. Amen. Gott ist Gott. Er ist der Schöpfer. Die Wissenschaftler, die Ungläubigen, die an alle anderen Theorien glauben, aber nicht an die Schöpfung, die können das nicht sagen, wie Atome zusammenhalten. Aber im Kolosser steht, er hält die ganze Schöpfung. Er hält die ganze Schöpfung zusammen. Das ist Neues Leben Übersetzung. Im Englischen, everything is held together by him. Wenn er in unserem Leben ist, in unserer Mitte ist, hält er uns zusammen. Dass wir nicht auseinanderfallen. Zum Beispiel, dass unsere Familie nicht auseinanderfällt. Wenn Jesus in unserer Mitte ist, Amen, dann geht die Post ab. Halleluja. Jesus ist unser Schuldopfer. Was er nicht geraubt hat, wird er zurückerstatten. Und wie viel prozentig zurückerstatten? 120%. Das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig. Halleluja. Halleluja.
Praise the Lord. Er nahm deinen Sündenplatz ein, damit du jetzt die Stellung des Gerechten hast. Er hat sich verpflichtet, uns 120%ig zurückzugeben. Zuerst hat er natürlich seinem Vater zurückbezahlt, könnte man sagen, alles, wovon wir ihn beraubt haben, nämlich da geht es um Ehre, Respekt, um Lob und Dank. Aber dann stattet er uns zurück, alle vergeudeten Jahre. Und diese Botschaft vor einem Jahr, die übernatürliche Wiederherstellung, haben wir auch diesen Vers von Joel gebracht, was Heuschrecken in unserem Leben gefressen haben, eben weil wir dumme Ideen hatten und dies und jenes oder auch unverschuldet, ist ja egal. Er wird es zurückerstatten. Er wird es. Und zwar so in einem großen Überfluss. Praise the Lord. Und alles, was er tut, ist, dass, wenn er es zurückerstatten, ist es eine höhere Qualität als Plan A, den wir vermasselt haben. Es ist nicht einfach Plan B. Es ist Plan A1. Es ist das Beste. Und es ist auch an Quantität mehr. Amen. Wichtig ist vor allem die Qualität, weil sagen wir mal, du hast einen Mann verloren, gibt er dir nicht 7 Männer. Ist ja klar. Aber ein Mann, der so viel wert ist wie 7 Männer. Wie tönt das gut? zu übertrieben, gell? Nein. Aber versteht ihr, wir können dafür Vertrauen, es geht ja um vieles anderes, wie vielleicht entbehrt haben oder verloren haben oder hin und her. Vertrau dem Herrn, dass das neue Jahr ein absolut qualitativ viel höher stehendes Jahr ist als das vergangene. Kannst du das handeln? Mit dem Herrn schon. Mit dem Herrn kann man das. Amen. Wir können einfach ihm vertrauen dafür. Glory to Jesus. Halleluja. Ja, weißt du, wenn Gott Familien wiederherstellt, hast du nicht nur einen Platz in der Familie, sondern du hast eine Position in der Familie. Erkennst du, dass du ein Huios bist? Erkennst du, dass du ein Sohn bist, ein Erbe ist? Jesus hat uns sein ganzes Erbe gegeben. Mein. Besser an Qualität, besser an Quantität. Wir sind gesünder, wir sind stärker im 2016, wir sind effektiver im 2016. Kann das jemand brauchen? Gesünder, stärker, gescheiter? Wer ist gescheiter? Wer erwartet es? Absolut weise, absolut gelassen in der Seele, absolut ausgeglichen, absolut einfach Jesus repräsentierend hier in dieser Welt. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Weil Gott heilig ist, rechnet er uns die Sünden nicht an. Er hat sie Jesus voll und ganz angerechnet. Also wir wollen einfach das Allerbeste erwarten im neuen Jahr. Das ist das Evangelium. Das Evangelium der Gnade Gottes. Erwarte das Beste. Hoffe. Hoffnung in der Bibel ist eine freudige, zuversichtliche Erwartung. Das ist die biblische Hoffnung. Definition von Hoffnung. Wir erwarten es. Weißt du, das heißt ja, dass Glaube der Hoffnung Substanz gibt. Und das ist der Glaube, der spricht. Ich erwarte es mit Freuden. Halleluja. Das ist Glaube. Und wenn dann noch wir die Worte dazu bringen, eben weil es in Sprüche 10, 11 heißt es, der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens.
Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, weil jeder kann von dem erzählen und sagen, was man sieht. Jeder. Es braucht kein Glaube. Aber nur Glaube spricht von dem, was nicht ist, als wie wenn es da wäre, was im Unsichtbaren ist. Es ist schon da, aber wir müssen es ins Dasein sprechen. Halleluja, es braucht Glauben, um diese Dinge zu packen. Amen. Wir können die ganze Botschaft natürlich einfach so an uns abregnen lassen, so wie eine Ente, die voll Fett ist und wo das Wasser abhält. Aber wir können sagen, no, diese Gelegenheit packe ich. Dieses Jahr ist das beste Jahr, das je sein wird. Amen. Wenn wir es nicht sagen, wird es auch nicht geschehen. Glaube spricht und wir packen es. Wir sind gesünder, wir sind stärker, wir sind weiser, wir wachsen, wir sind qualitativ höherstehender mit dem Herrn. Amen. Beziehungen werden geheilt und so weiter. Glorious Jesus. Wir wollen jetzt aufstehen und ein Bekenntnis noch machen, das auch noch auf die CD gehört. Thank you, Lord. Wir wollen zuerst einfach danken ihm, danken, sprich du den Dank aus zum Herrn. Oder machen wir zuerst das Bekenntnis, kann man auch. Und dann am Schluss danken. Wir sagen, Jesus hat meinen Platz am Kreuz eingenommen. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Er wurde zum Schuldigen, er wurde zum Schuldopfer an meiner Stelle. Was du, Herr, nicht geraubt hast, wirst du zurückerstatten. Nicht nur 100%, sondern 120%. Danke, Herr! 2016 wird ein Jahr von weit höherer Qualität sein als das vergangene. 2016 wird ein Jahr von weit höherer Quantität sein als das vergangene. Mehr Leben, mehr Freude, mehr Friede, mehr Weisheit, mehr Inspirationen, mehr Führungen, mehr Gaben des Geistes. Und so weiter. Der Segen wird zunehmen. Gunst wird zunehmen. Vor Menschen und vor dir. Meine Gesundheit wird stark und stabil sein. Und meine seelische Verfassung ausgeglichen und angenehm. Und meine Beziehung zu dir, Herr, wird zunehmen und immer wie schöner werden. Und danke, Vater, für gute Beziehung mit den Menschen. Dass wir Friedensstifter sind, wo immer wir sind, sei es im Beruf oder zu Hause. Danke, dass wir dich repräsentieren, Herr. Du bist unser Gott und Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Jesus, dass deine Herrlichkeit an uns geoffenbart wird. Amen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und Vater, für alle diejenigen Menschen, die die Botschaft hören, aber dich, Jesus, noch nicht wirklich kennen und nicht wirklich an dich geglaubt haben, aber jetzt sich sagen, doch, ich glaube an Jesus. Für diejenigen, gibt es ein wunderbares Gebet, damit du dein Leben wirklich Jesus geben kannst und an ihn glauben kannst. So sprich mir einfach nach, Vater im Himmel, ich habe von Jesus gehört, dass er der Erlöser ist und ich möchte diese Erlösung annehmen. Ich möchte heute das Fest machen. Und an Jesus glauben. Jesus, ich glaube an dich, dass du für meine Schuld und Sünden gestorben bist, dass du alle meine Schulden auf dich genommen hast und mich befreit hast.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube auch, dass du gestorben und auferstanden bist, dass du lebst. Jesus, heute komm in mein Herz, sei du mein Herr. In Jesu Namen, danke für ein Leben mit dir von jetzt an. In dem Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen.